Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach... Da ist Krummsporn. Gut. Und da ist Okuhiki, da sind wir erstmal unterwegs hin. Ich glaube, wir fahren jetzt erst einmal hier an dieser Stelle hoch. Am aschgrauen Rachen vorbei. Das ist das Ding hier drüben. Na kommt, ein bisschen rüber können wir noch. Weil wir haben auf jeden Fall noch genug Vorräte. Um erstmal auf Erkundungstour zu gehen. Ja. Magrans Szene, 1200 LP erhalten. Da müssten wir durch. Oh, und da sind Inseln im Weg. Das sind wahrscheinlich Magrans Szene, wo wir nicht durch können. Warum werden wir hier von zwei Schiffen angegriffen? Ein Langschiff. Geode zeigt auf einen kleinen Punkt am Horizont. Nur 5 plus 5 plus 1, also 6 Leute. Da sind wir weit, weit überlegen. Kampf aufnehmen, ja. Die haben allerdings den Vorteil, so wie es aussieht. Ah, volle Kraft voraus, wir fahren näher ran. Sie feuern, okay. Au. Hackender Treffer. Zwei Schaden Oberdeckbesatzung. Okay. Meldung machen, wer ist verletzt? Unser Bootsmann und unser Matrose. Das ist nicht so schön. Sie haben einen Feuerschuss der Ratun. Das ist... Okay, verkraftbar. Wie viele Runden Nachladezeit hast du? 3 Runden, okay. Das heißt, wir haben weiter die Chance für Vollkraft voraus, auch wenn wir jetzt ein bisschen angeschlagen sind. Ja. Auf Deck ist Feuer ausgebrochen. 5 Schaden am Rumpf, 1 Schaden bei der Mannschaft über Deck, 10% Chance. Okay, wir müssen gucken, dass wir näher rankommen. Das könnte bei der halben Fahrt ein Problem werden. Okay, wieder 2 Verletzte. Wer ist diesmal verletzt? Oh. Das ist nicht so gut. Okay. Wollen die doch mal feuern? Auf Aufprall vorbereiten. Okay, sie schießen daneben. Und krachen volle Kanne in uns rein. 10 Rumpfschaden bei uns, 7 bei denen. Aber eigentlich sollten wir denen überlegen sein. Hoffe ich mal. Das sind ungute Gesellen.
Und vor allem, da ist noch ein zweites von der Sorte. Okay, Pseudo-Wikinger-Langschiffe sind schon mal böse, das merken wir uns mal für die Zukunft. Oh, das sind Riesen. Das könnte natürlich scheiße werden. Wobei, jetzt einen haben wir schon mal tot, der zweite ist fast tot. Okay, wir kriegen sie tot. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh, die scheint sich zu heilen. Not exactly my area of expertise. Okay, sie hat sich geheilt. Und sie ist down. Okay. Böse, böse. Ja, ein paar gerissene Muskeln, Haut. Ah, Shitopek hat eine Stufe erhalten. Wir haben Moral zurückgekriegt, oder? Urflamme, jede Menge Geld. Alles nehmen und fortfahren. Jetzt müssten wir gucken, wie wir den anderen entkommen. Wenn das überhaupt möglich ist. Es ist halt die gute Frage, wenn ich die da von ihr Posten weghole. Heilen sie schneller. Wenn ich dich auch noch weghole, heilen sie wieder langsamer, oder? Und du auch. Bringt also nicht viel. Ja, Reisegeschwindigkeit. Ist so 76. Wahrscheinlich, weil du als Navigator halt mehr taugst. Und ja, ich habe einfach mal spaßeshalber nachgelesen. Die Leute können nur maximal 4 Ränge insgesamt aufsteigen. Also ich bräuchte mal einen besseren Chirurgen. Weil er kann kein Chirurg mehr sein. Sie ist die Ausnahme, halt weil sie von vornherein diese Stats hatte. Das heißt, ich brauche einen fähigen Bootsmann, weil einen Steuermann habe ich bereits, einen fähigen. Und ja, noch Matrosen auf jeden Fall. Und mit dir kann ich eigentlich gar nichts mehr anfangen. Okay, die hängen mir noch am Sack, aber hoffentlich hänge ich sie ab.
Ja, sie lassen ab von mir. Übel, übel. Ratun, ja. Also, man merke, wir halten uns von den Ratun höflichst fern. Reparieren unser Schiff. Die Nasagi-Passage, okay. Durchsuchen wir mal das Wrack. Milch, und das war's auch schon. Weg mit dir, weg mit dir. Ich will dich nicht lieb haben. Hau ab. Die begegnen davor sehr ein anderes Schiff. Okay. Drum rund ist eine felsige Insel, als am Horizont ein Schiff treiben sie. Sein Segel lulft im Wind. Auf dem Schiffsrumpf wurde wenig kunstvoll ein Symbol gemalt. Du ziehst das Herrnhol vor und betrachtest das Symbol. Es ist sehr grob und grob gezeichnet, oder es könnte eine Kriegskeule darstellen, oder ein Schwert, oder ein Schlüssel. Du bemerkst keinerlei Bewegung mit der Ausnahme des flatternden Segels und der sich bewegenden Seile. Doch du entdeckst eine Leiche auf dem Seitendeck und eine andere über dem Steuerrad zusammengesunken. Und ein Pfeil, der im Mast steckt. Alof taucht an deiner Seite auf und hält ebenfalls Ausschau. Dieses Symbol, es sieht aus wie eine Nebenform der Insignien des Bernen Schlüssels. Das habe ich irgendwie gehofft, dass das ein Update für meine Quest für Alof ist. Alof lässt das Fernrohr wieder sinken. Lass uns die Sache mal untersuchen. Du glaubst, das sei ein Schiff des Bernen Schlüssels? Oder vielleicht wurden sie von ihnen angegriffen. Die Mitglieder des Bernen Schlüssels verkünden ihre Anwesenheit selten so offensichtlich. Aber mehr erfahren wir nur, wenn wir der Sache nachgehen, erklärt Alof. Lass uns mal gucken. Genau, das denke ich auch, stimmt Alof zu. Yay, ein Schiff. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Nein, ist es eigentlich nicht. Ein Schiff ist nichts Ungewöhnliches im Todesfeuerarchipel. War sicherlich für manche Leute ein schönes Leben, vor allem wenn man den gescheiten Kapitän hat. Oh ja, eine Seele zum Ausspionieren. Und da ist mein Bötchen. Sie haben auf jeden Fall Geld dabei. Ein paar gute Sachen. Also von der Qualität her gut. Schiffszwieback. Das Gemälde auf dem Pfeil ähnelt dem Symbol, das vom Bernen Schlüssel verwendet wurde. Ja, ist ein Schlüssel. Ein Fragment von der Essenz zuckt neben einer Leiche. Der Großteil der Seele scheint bereits verflogen zu sein. Doch dieser kleine, zuckende und sorgenvolle Rest ist noch übrig. Er pulsiert panisch. Allein so nah an ihm zu stehen, lässt dein Puls bereits schneller werden. Lesen wir es mal. Als du es dich überkommen lässt, gefriert dir das Blut vor Schrecken. Dein Herzschlag leicht galoppierenden Hufen. Du kämpfst dagegen an, dich vor Angst zu übergeben und sei es nur, um jeden Lärm zu vermeiden. Das hätte eigentlich bloß ein schneller Warentransport sein sollen. Rauf nach den Katako und in ein paar Tagen wieder zurück. Aber ihr habt in den Nebel die Orientierung verloren und bevor du wusstest, was dir geschieht, flogen schon Pfeile um dich herum. Als du dich hier zwischen ein paar Kissen versteckt... Also hast du dich hier zwischen ein paar Kisten versteckt, wo es dunkel ist, wo die Schreie auf dem Deck ein klein wenig leiser sind. Du hattest gedacht, dass Piranha die größte Gefahr für Handelsschiffe wie eures wären, doch die brüllenden Krieger, die deine Kameraden abschlachten, sehen nicht wie Piraten aus. Einer von ihnen ist auf der Takelage und malt irgendein Symbol auf euer Segel. Oh, das hier ist gar kein Schiff des Bernen Schlüssels, sie wurden von ihnen überfallen. Licht schafft in deinem Versteck. Einer Maunerkrieger, einer der Uana, wie du meinst, steht über dir. Auf das kein Fremder mehr unser Land besudelt. Du blickst nach oben gegen das Licht und die Maunner, deren Silhouetten sich darin abzeichnen, als ein plötzlicher Schmerz deinen Schädel durchzuckt. Was ist Hagrim? Können wir ihm gleich sagen, was haben wir denn jetzt hier?